Okay. Bin ich irgendwie hoch? Bin ich hoch? Nee. Schade. Schade, schade, schade. Schade, Marmelade. Schade, Schokolade. Aber Tasery, um nochmal deine Frage zu beantworten, doch, ich habe vorhin geschrieben sogar. Um 5:30 oder so, glaube ich, habe ich auf Twitter geschrieben. Ach, krass. Eine Kirche. Mit einem Kirchturm. Krass. Es ist hier so dunkel. Soll ich da runter jetzt schon gleich gehen, oder? Oder soll ich hier noch weitergehen? Kommt noch an, vielleicht kommen wir auch wieder da runter, ich weiß es nicht. Es sieht aber nicht so aus. Huch. Ich wollte jetzt gar nicht rennen. Ich finde es immer so schlimm, wenn man durch so Spiele durch und, wo ist das nächste Ding her? Ja, was so? Bin ich voll grauenvoll. Echt. Dass die Leute sich einfach nicht mal Zeit nehmen zum Spielen. Also klar, wenn man keine Zeit hat, hat man keine Zeit, aber auf der anderen Seite denke ich mir, ist das eine Höhle? Entschuldigung. Tut mir leid. Aber auf der anderen Seite denke ich mir halt immer, wenn man so Spiele spielt, dann sollte man, und warte, hab ich's gesehen. Warte. Also ich habe echt geschrieben, auf einmal finde ich meinen zweiten Schiff wieder, den ich vor einer Stunde verloren habe. Dein Zimmer gibt dir das zurück, was es nicht mehr braucht, anscheinend. Überprüf mal die Stifte, vielleicht sind sie leer geschrieben. Wer weiß. Soll ich da jetzt weitergehen? Nee, ich finde das jetzt gerade mal interessanter. 4:45. Ha, dankeschön. Illegaler Stift-Fight Club. Fight. Dum, 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 dum. Oh, okay. Eigentlich sitze ich nicht runter. Gut. Dachte. So, laufen wir mal da gemütlich runter. Boy, Penny! Und wo ist mein Handy? Keine Ahnung. Auch geklaut. Mit den Stiften zusammen verschwunden, haben Fight gemacht. Irgendwie so. Es wunderte mich nicht, dass von dem Weg der Katers es landländlich ja noch eine Kirche gibt. Ein Haus, riesig groß, mit einem Friedhof. War das ein altes Anwesen der Priester? Oder des sogenannten Zauberers, wie ich es gelesen habe? Ich war mir nicht sicher, aber der Friedhof sah schon lange nicht mehr benutzt aus. Alt, heruntergekommene Gräber, noble Gräber mit riesigen Statuen. Schöneberg, geborene Dams, hier ruht in Gott meine liebe Frau Tusnelda. Welch edler Name. Wen haben wir hier? Ruhe in Frieden. Diese Särge finde ich ja voll unheimlich hier, oder ob das Särge sind oder so Grabdinger. Boah, okay, ich muss mein Handy suchen. Gleich wieder da. Alles klar. Guck mal, das ist doch auffallend, dass das hier... Oh, okay, sind noch mehr bunt. Was ist das für ein Zeichen? Das ist auch... Was ist das? Das ist Blut. Warum ist hier Blut? Zeichen eines Kampfes. Verschiedene Fußabdrücke. Keine Blutspur. Getötet, Opfer, verwundet. Blutfleck. Da sind aber Fußspuren drauf. Diese Fußspuren führen meines Erachtens nach da. Oder hier runter? Hier sind Krypten oder Katakomben, so. Ne, wie heißen die? Wie heißen die nochmal? Da ist das Blut. Untersuchen. Mörtel, Kelle, Ziegelhaufen. Mörtel ist doch sowas wie Dings. Dabong und Schubkarre. Mörtel ist doch so wie Zement oder sowas, oder? Untersuchen.
Sternenflügel. Was ist das? Sternflügel der Krähenfuß. CND Bonero. Todesrune. Opfer für Klepot. Siegel. Ein Siegel. Was macht das an der Krypta? Krypta, so heißt es. Alter, was ist denn das? Vögel. Lauter geschlachtete Vögel. Pinsel, Eimer, Krähenkader. Blut als Farbe, Ritual, Krähen getötet. Geschnitten mit Messer, Dolch, Skalpell, Rasierer. Fragezeichen. Fragezeichen. Ganz schwach, ich weiß nicht, ob ihr es erkennt, aber ganz schwach. Ah, genau, erkennt man da was. Krass. Okay. Mir sonst noch irgendwas? Okay, hier ist nichts. Dann schauen wir uns nochmal in der Kirche um. Oder kann man sich in dem Turm nochmal umgucken? Ich weiß es nicht. Krasses Ding, ey. Die Kirche war auf, das hatte ich gesehen. Oh, es ist gruselig. Das ist schon ein bisschen unheimlich, so dunkel hier. Oh, was war das? Da geht's lang. Hallo? Hallo? Hallo, ich meine, hey, Leute, hier bin ich. Stark wie Oscar. Ja, ist klar, meine Benachrichtigungen nicht an sind, das auch auf keinen kommen. Ja, das ist schade, aber huch! Du bist ja trotzdem. Hier geht's hoch, aber ich. Kann ich da lang? Na, no, schade. Das ist schon ein bisschen unheimlich hier. Ja, ist ja nicht schlimm. Aber ich hab's angekündigt. Okay. Dann gehen wir mal da in diese Krypta rein. Oder? Gucken wir uns da mal um. Sind noch alle da? Sind noch alle bei mir? Ich habe gerade so ein bisschen Angst. Ich finde es gerade hier so ein bisschen unheimlich. Vangriff. Vangriff war doch die Familie. Warum haben sie die Ziegel aufgemacht? Oder warum wollten sie die Ziegel wieder zumachen? Und warum ein Siegel? Krähenfuß. Jetzt wird's, glaube ich, spannend. Hallo? Untersuchung. Griff, Griff, Griff. Krähe, Krähe. Hier fehlt eine Krähe tatsächlich. Krähe, Krähe. Krähe, Krähe, Krähe. Krähe, Krähe, Krähe. Die liegt draußen bei den Gräbern. Okay. Zieh mal trotzdem am Griff. Passiert nichts. Okay. Die Krähe. Die Krähe ist ein Detail, ein wichtiges Detail. Ich bin da, keine Sorge, ich bin ein Schutzengel. Yes! Geil, ich habe einen Schutzengel. Und ihr nicht. Okay. Entschuldigung. Oh, da war die Statue. Und hier an. What the? Flammen da hinten? Das sind Flammen. Krass. Da ist er. Da ist Blut dran. Okay, wir nehmen die Krähe mal mit. Und gehen mal zurück. Zu dem Ort. Haha. Krähe, 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 Krähe und guck zu. Ich bin mein eigener auch erst. Das ist praktisch. Ja, Krähe, Krähe, Krähe. Wahrscheinlich muss die Krähe ja hier hin. Yes. Was machen die? What? Wow.
wieder das Symbol. Todesursache? Brustwunde. Kein Blut. Postmortal. Schnitt im Gesicht. Seicht. Geringe Blutung. Blutstreifen. Rückenwunde. Ein Angreifer. Mehrere Angreifer. Alter, was ein Dolch. Ein Krähendolch. Es sieht fast aus, als wäre hier ein Ritualmord geschehen. Krass. Berühren, halten. Da fehlt noch etwas, ne? Wir haben hier noch nicht alles komplett. Okay, wir müssen uns draußen nochmal umschauen. Anscheinend? Schubkarre. Dolch? Du? Seit wann kam das denn? Untersuchen. Verwandte Streichhölzer. Ölkanne. Verschüttete runder Fleck. Öllampe? Öllampe, 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 Öllampe. Die ist im Kirchturm. Die müssen wir holen. Okay, dann holen wir die. Öllampe. Gut, dann holen wir die mal. Let's puzzle mit. Ja, so viel Puzzle ist ja jetzt nicht. Es ist halt ein bisschen Halligalli, suchen Party und so. Und ja. Auf jeden Fall ein cooles Spiel, muss ich sagen. Echt geiles Spiel, gefällt mir gut. Gefällt mir echt gut. Muss ich echt lassen hier. Was dieser Kirchturm wohl für eine Geschichte hat. Und da ist die Öllampe. Als zerbrochenes Glas, ist sie da runtergefallen? War da oben jemand? War die schon vorher da? Ich habe die vorher nicht gesehen. Oder vielleicht kam sie erst. Ich weiß es nicht. Gehen wir mal da runter und müssen jetzt die Öllampe da hinstellen. Komisch, oder? Die Öllampe einfach nur da hinstellen, so. Schauen wir uns um. Also wir haben den Dolch da in den Baum reingesteckt. Da ist die Schubkarre. Und hier so die Öllampe hin. Dann stellen wir die mal die Öllampe dahin. Öllampe. Sind wir fertig? Aber warte mal, der Blutfleck. Jetzt guck ich. Nach Murder Suspect den nächsten Kirchturmfall. Ja. Kann man im Blutfleck hier noch irgendwas sehen? Ne, okay. Murder Suspect war ein richtig gutes Spiel, ey. Ich bin echt immer wieder voll begeistert von diesem Game. Muss ich echt sagen. Jetzt können wir nochmal berühren. Jetzt haben wir doch eigentlich hier alles zusammen. Ist schon unheimlich hier drin. Krass. 1, 2, 3, 4. Wo wollt ihr hin? Wo wollt ihr hin? Nein, 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 wartet. Bleibt hier. Okay, die sind nicht weit weg. Okay, huch. Alter, was geht hier vor? Warum? Bluten seine Augen? Krass. Hat hier irgendwas geworfen? Okay. Seine Augen. Hier bluten auch seine Augen. Okay. Da hinten haben wir noch was. Da haben wir sogar zwei Dinger noch. So, was haben wir hier? Die unterhalten sich. Huch, was war das? Was haben wir hier? Das ist Travis. Das ist, ja, mit der Jacke. Ja, das ist Travis. Okay, das wird jetzt, glaube ich, ein bisschen kniffliger. Der Zusammenhang ist hier noch nicht so ganz da. Huch. So, jetzt.